Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin Dennis oder Classvalpi und wir sind noch auf der Leucinia und werden mal gucken, wie wir mit der Cat-Bedrohung umgehen können. Dass alles machbar ist. War es auch so still, als die Archen durch den Orkusnebel flogen? Man stelle sich jahrhundertelange Stille und Einsamkeit vor. Die Lucinia wird wieder sein wie vorher, wenn wir sie zu Nexus gebracht haben. Komm mal wieder her, Cora. Hangarsteuerung. Wartungslog. Login. Techniker Saida. Ne, Saidia. HSWL 0187. Also Hangarsteuerung, Wartungslog. Und dann ganz viele Sachen. Kein Fehlalarm, alle Türen verriegeln, alle Türen ver... Oh. Dann muss wohl irgendwas passiert sein. Türen geöffnet und dann versucht sie in Eile zu verriegeln. Hatte vielleicht was mit der Geißel zu tun. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir sind da. Hangarsteuerung. Oh oh. Noch mehr Trümmer. Na, das ist kein Cat. Gehört wahrscheinlich zu Sarissas Team. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal kurz gucken, ob hier oben noch irgendwas Interessantes sein könnte. Scheint nicht so. Okay. Wir sollten vorsichtig sein. Vidaria. Halt! Im Namen der Göttin, ich werde... Ihre Retter erschießen? Retter? Und Menschen! Ihre Arche hat's geschafft! Nur knapp. Ich bin Ryder, Pathfinder der Menschen. Das ist mein Team. Ich bin Vidaria Domali, Sarissas neue Stellvertreterin. Tut mir leid. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie wirken wie eine Anfängerin. Nein. Die Arche benötigt Energie. Wir müssen die ULG-Energie wiederherstellen. Ja. Ich habe das Problem untersucht. Das Schließen der Hangartüren müsste es lösen. Die Cat haben die Türen aufgebrochen. Und die Sicherungen ziehen Energie ab. Warum sollten sie die Türen aufbrechen? Wozu offene Türen? Hier sind keine Schiffe. Die Cat versuchen wohl, die Brücke zu erreichen. Cat überleben kurzzeitig im Vakuum. Wenn wir die Türen schließen, haben die Jäger des Recken keinen Fluchtweg mehr. Ich hoffe nur, die Energie reicht für ILG. Ich... Was ist los? Vidaria. Denken Sie an Sarissas Handbücher. Atem, Entschlossenheit, Handeln. Atem. Okay. Untersuchen Sie die Konsole. Ich passe auf. Okay. Mir ist das alles nicht geheuer. Hier stehen so viele Sachen rum und die Cats sind in der Nähe. Gut, es gibt wahrscheinlich nicht viel zu machen hier, außer mit der Konsole zu interagieren. Leite Sequenz zum Schließen der Hangartüren ein. Cat! Alles im Griff! Schützen Sie die Konsole, während Sam arbeitet! Kontinuierlicher Beschuss! Jawohl, Ma'am. Gute Idee. Terminell aktiv. Bleiben Sie in Reichweite. So. Ich muss ja hier bleiben. Geht ja nicht anders. Oh ja, das ist eine starke Kampfkan. Oh, die Konsole wollte ich nicht öffnen. Da tippe ich mich ab und zu mal. Hangartüren zu 21% geschlossen. 21%. Oh. Hat der Gesalbte. Kann ich noch jemand gerade runtergesprungen? Ja. Greift ihr den mal an. Wir holen uns den Gesalbten da oben. Ah, oh, das ist Jarl. Sorry, Jarl. Hangartüren zu 53% geschlossen. Oben sind auch noch Leute. Okay.
Ja, die Pumpgun funktioniert aber eigentlich ganz anständig. Ist zwar nicht wirklich die Entfernung, für die sie gebaut wurde, aber das macht ja nichts. Die Entfernung hier ist besser. Ist relativ. 77% geschlossen. Auch relativ präzise mit dem Shotgun. Zack. Holt euch den mal. Hangartüren geschlossen und verriegelt. Wunderbar. Kettenzugang abgeschnitten. Hier sind noch Cat. Wow. Der Effekt war jetzt nicht so angenehm. Müsste es gewesen sein. Und die Lichter? Haben wir immer noch keine Energie? Bedaria? Tragen wir sie. Mhm. Oh oh. Was war das? Das war nicht gut. Ich nehme an, dass einige elektrische Anschlüsse der Arche soeben überladen wurden. Verdammt nochmal. Scheiße. Bedaria? Bedaria, was ist passiert? Sam sagt, wir haben elektrische Anschlüsse verloren. Ich weiß, die Überlastung hat einen Brand ausgelöst. Verdammt! Was kann die Überlastung ausgelöst haben? Etwas entzieht auf den unteren Decks Energie. Etwas Großes. Sabotage der Cat? Vielleicht hat die Dezimierung dafür gesorgt. Das traue ich diesen Schweinen schon zu. Die Cat, wenn sie die Reparatur lange genug verzögern, dann holt uns das Schiff des Recken ein. Dann sollten wir uns beeilen, ha? Wenn wir schnell und effizient sind, schlagen wir sie. Okay, zuerst die letzten Stase-Kapseln. Ich überprüfe sie. Mhm. Sie könnten unten den Grund des Energieentzugs suchen und bei dem Feuer helfen. Wo geht's zu den unteren Decks? Die Wohnquartiere. Ich öffne den Wartungszugang. Da kommen sie durch. Viel Glück. Mögen die Cat in der Leere vergehen. Mhm. Sehr gut. Wir können's schon schaffen. Irgendwas hier noch zu scannen, die Konsole oder so. Oh, noch mehr Trümmer. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist, dass wir die scannen, aber ich hab's jetzt einfach mal hier gemacht. Ryder, hier ist Sarissa. Wir haben erst ein wenig Energie und dann einen Schadensbericht bekommen. Was ist passiert? Ein Unfall. Wir kümmern uns darum. In Ordnung, machen Sie weiter. Wir bereiten den Antriebskern vor. Wir lassen Sie nicht im Stich, Ma'am. Natürlich nicht, Lieutenant. Sarissa out. Warum sollten wir sie im Stich lassen? Aktuell sind wir ja auch auf dem Schiff. Wäre ja sehr dumm. Evakuierungsbefehle. Evakuierungsbefehl für Lamassia Perrin. Wir haben an Bord der Arche einen Notfall, der die Evakuierung erfordert. Wenn das Signal erfolgt, begeben Sie sich bitte umgehend zu Sitz 06 in Rettungskapsel 202. Falls Sie sich nicht innerhalb von 10 Minuten melden, wird Ihr Platz neu vergeben. Checkliste, Notfallset, Universalwerkzeug mit vollem Batteriepack, etwaige notwendige Medikamente. Nehmen Sie keine persönlichen Gegenstände mit. Warten Sie nicht auf Familienmitglieder. Ein Evakuierungsbefehl. Jemand muss ihn weggeworfen haben. Hier steht, Sie sollen nicht auf Ihre Familie warten. Ja, worauf denn sonst? Nichts. Selbst retten. Selbstrettung ist das Wichtigste. Zumindest in unserer Kultur. Man sollte sich nicht selbst in Gefahr bringen. Wie soll man auf Ziele schießen, die man nicht sieht? Passen Sie auf, wo Sie hintreten. So viele Trümmer. Kaputte Tür. Ja, das stimmt. Wenn wir die Ziele nicht sehen, haben wir ein Problem. Oh. Wir sind fast bei den Stase-Kapseln. Ah, Mist! Keine Energie für die Aufzüge. Vidaria, durchtrennen Sie die Mech-Schlösser des Aufzugs. Wenn die Arche so gebaut ist wie unsere, können Sie im Schacht hinunterklettern. Gute Idee. Danke, Ma'am. Was ist das denn hier für ein komischer Raum? Das ist irgendeine Anspielung, aber ich bin mir nicht ganz sicher, worauf. Das bedeutet auf jeden Fall irgendwas. Das Kriseln. Scannen kann ich es auch nicht. Das hier ist
ist auch nicht gut. Sieht so aus, als würde die Leucinia bald wirklich den Geist aufgeben. Wir müssen sie schnell hier rausbringen. So viele Leute. Eingepfercht. Wartend. Ständig gehen Alarme los. Die Cat haben ihnen das angetan. Noch ein Grund, um Rache zu üben. Waffenlager. Und hier können wir mal ein bisschen Geschichte uns angucken. Was geschehen ist an die Arche Lucinia, alle, von Sarissa Therys. Sie wurden aus der Stase geholt, weil sie vorzeitig an Deck gebraucht werden. Leider müssen sie sich jetzt an völlig andere Umstände anpassen als erwartet. Um Gerüchte zu vermeiden, hier die aktuelle Situation. Wir werden von einer feindseligen Spezies angegriffen, diplomatische Bemühungen wurden zurückgewiesen und werden nicht wiederholt. Leider ist unsere Matriarchin Ishara bei den Verhandlungsversuchen zu Tode gekommen. Ich habe widerwillig ihre Funktion als Pathfinder übernommen, kann sie aber nicht ersetzen. Wir müssen von unserem geplanten Kurs abweichen und versuchen, den Feind vor unserem Treffen mit der Nexus abzuschütteln. Ich habe mit Captain Atendras Einverständnis einen allgemeinen Evakuierungsbefehl ausgegeben. Während wir die Zivilisten aus der Stase holen. Bis dahin werden Eliteeinheiten und unser Aufklärungsschiff, die Perifona, für die nötige Ablenkung sorgen. Ich werde den Ernst unserer Lage nicht verharmlosen. Ich werde aber auch nicht ihre Fähigkeiten unterstützen. Ich habe Vertrauen in sie. Estheris, Pathfinder. Antwort, ich bereue es. Von Rhea Yannakis. An Rhea Yannakis von Saren Tiloria. Zum letzten Mal. Ich halte nicht den Mund. Ich bin eingeschlafen und habe von neuen Welten geträumt. Und als ich aufwachte, war überall Feuer und Leute haben geschrien und sich in Schlafsälen zusammengedrängt. Und sie lassen uns nicht mehr zurück in die Stase. Wir sollen in einer winzigen Rettungskapsel eine Notlandung auf einem unwirtlichen Planeten machen. Was ist daran besser? Ich will, was mir versprochen wurde. Schließlich habe ich ihnen dafür mein Geld und mein Leben gegeben. Ich werde weiterhin alles tun, um Antworten zu bekommen, S. Ja, das konnte leider niemand voraussehen. Alles, was eine Kolonistin aus der Heimat mitnehmen wollte. Die ganze Welt einer Person in einer Kiste. Oder zumindest der Teil, den man mitnehmen durfte. Sarissas Nachname. Oh. Gut, damit können wir allerdings nicht wirklich was anfangen. Bam. Hoffentlich sind die Dinger erst an Bord gekommen, nachdem die Kinder weg waren. Oh Mann, Cora, das musstest du jetzt nicht unbedingt sagen. Oh Mann. Da müssen wir rein, aber vielleicht gibt's hier drüben noch ein Geheimnis. Vorsicht! Ich höre Cat! Schildverstärker aktiviert! Komm schon. Was hatten die vor? Wer Wahrscheinlich weiß. Wollten sie an uns vorbeischleichen. Verpflegungskiste. Oh, noch ein Behälter. Zack. Oh, das ist ein bisschen sehr weit gewesen. Und hier kommen wir ja auch nicht irgendwo dran weiter. Dann wollen wir mal. Vidaria nochmal. Zwei Cat haben sich an den Stase-Kapseln zu schaffen gemacht. Jetzt nichts mehr. Gute Arbeit. Denken Sie an Sarissas Handbücher. Bleiben Sie unauffällig. Natürlich. Die Kapseln sind sicher. Ich verfolge weiter den Energieentzug. Vor allem, wir können leider nicht schleichen, weil wir hier so ein riesiges Licht vor uns haben. Aber ansonsten wäre es jetzt die Situation. Warum funktioniert das Sprinklersystem nicht? Entweder zu wenig Energie oder die Explosion hat die Brandkontrolle beschädigt. Wir könnten das reparieren, wenn wir die Steuerung finden. Und kämen dann an das, was die Energie abzieht, ohne angesenkt zu werden. Das wäre doch ganz gut, ha?